2. Chronik, Kapitel 7, Vers 1. Als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel, verzehrte das Brandopfer und das Schlachtopfer. Der Herr in seiner Herrlichkeit erfüllte den ganzen Tempel, sodass die Priester nicht mehr hineingehen konnten. Als die Israeliten sahen, wie das Feuer vom Himmel kam und der Herr in seiner Herrlichkeit den Tempel erfüllte, fielen sie alle auf die Knie und verneigten sich, bis ihr Gesicht den Boden berührte. Sie beteten den Herrn an und lobten ihn mit dem Lied: Der Herr ist gütig und seine Gnade hört niemals auf. Vater, wir danken dir, Herr, dass du ein lebendiger Gott bist. Danke dir für deine Fülle, danke dir für deine Erneuerung. Danke dir, dass du ein Gott bist, der Herr, der uns führt in Kraft. Und wir verheißen deine Zusagen. Komm, Heiliger Geist, führe du uns in Erneuerung. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir, Herr, dass du Verheißungen hast im Leben deiner Kinder. Wir proklamieren die Zusage deines Wortes in Jesu Namen. Amen. Und Amen. Kapitel 5, 6 und 7 trachten über die Einweihung des Tempels. 20 Jahre lang hatte der Bau des Tempels gedauert und die Bibel berichtet uns, Kapitel 6 hat Salomo gebetet und die Bibel sagt, und wo er das Gebet vollendet hatte. Was geschieht nach einem Gebet? Ich habe eins gelernt, was mindestens geschieht, wenn du betest. Es geschieht etwas, was nicht geschehen würde, wenn du nicht gebetet hättest. Und das ist das Gigantische. Ich erinnere mich, 1999, wir hatten begonnen und Gott hatte mir angefangen, nachts aufzuwecken und ein Zehntel des Tages zu beten. Es waren knapp 5 Jahre vergangen. Es war das Jahr 2004. Es waren viele Herausforderungen, die wir hatten, sowohl in der Familie als auch in der Gemeinde. Wir waren damals eine brasilianische Gemeinde. Gott hatte Vision gezeigt, dass es auch sollte eine internationale Gemeinde, hauptsächlich Sitz in Deutschland, also die deutsche Sprache. Und da waren sehr viele Geschwister, die wollten es weiter auf Portugiesisch haben. Und wir fingen an mit dem Frühgebet. Und wo wir anfingen mit dem Frühgebet, kurz danach durften wir uns um neue Räumlichkeiten mussten wir schauen. Und die Herausforderung kam noch, wo wir die neuen Räumlichkeiten fanden. Das Geld, was wir hatten, war auf einmal festgesetzt. Wir konnten es nicht gebrauchen. Und wir hatten verschiedene Herausforderungen. Und am Ende des Jahres sind wir dann umgezogen. Da war auch damals, wurde die CBG gegründet, 2004. Und ich merkte auf einmal, wie Gott anfing, uns zu leiten in eine Erneuerung, die wir vorher nicht gedacht hatten. Ich lese das letzte Zeit sehr viele Zeugnisse von Pastoren und dieses Zeugnis von Reinhard Bonnke in seinem Buch über, er sagt, sie waren eine Pastorenzusammenkunft und er hatte zu den Pastoren gesprochen und wo er anfing, wollte zu den Pastoren reden, kam der Heilige Geist und sagt, mach einen Aufruf. Sie waren in einem Hotel, hatten dort erstmal ein Frühstück gehabt und er sagte, Aufruf machen unter Pastoren. Der Heilige Geist kam wieder, mach einen Aufruf. Und am Ende sagt er, ich habe einfach gesagt, okay, Heiliger Geist, und er macht den Aufruf, er sagt, Pastor Ali, ihr schließt alle eure Augen. Und während er betete und sagte, die Leute sollten Aufruf, sollten Übergabegebet, auf einmal merkte er, am Ende des Gebets, 17 Bedienungen haben ihr Leben Jesus gegeben. Und er sagte, wie kann es sein, dass wir oft so nur zu uns schauen? Und er sagte, wie sie das Gebet gesprochen hatten. Ich finde es wunderbar, die Bibel zeigt uns die etliche Eigenschaft, die geschehen, wenn wir beten. Aber das sind immer die Geschwister, die werden sagen, Pastor, das ist das Alte Testament. Lieber Bruder, Psalm 23 ist auch das Alte Testament. Aber gehen wir mal Apostelgeschichte 4, Vers 31. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde auf dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos das Wort Gottes. Halleluja. Im Neuen Testament gibt es noch etliche Zusätze dazu. Es sagt in Bezug auf die Gabe, die Gott uns gegeben hat, nachdem der Herr Jesus sein Werk vollendet hat. Und die Bibel berichtet uns, dass diese Eigenschaften, die dem Gebet folgen, so im Alten wie auch im Neuen Testament, sind erstens, dass die Gegenwart Gottes, im Alten Testament auch im Neuen, auf einmal, wo die Gegenwart Gottes kommt, kommt auch Ehrfurcht. Auf einmal merken wir, mit wem wir es zu tun haben. Es ist nicht nur dein Kindergartenkumpelchen, es ist nicht dein schönes Freundchen, es ist der Herr der Herren, es ist der König der Könige. Und auf einmal merkst du das, was Gott in deinem Leben, den Einfluss, den er hat, auf einmal beginnt etwas Übernatürliches, auf einmal merkst du die Gaben, die Gott gibt. Und hier sagt die Bibel, außerdem wurden sie noch mit dem Heiligen Geist erfüllt und nachdem sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, verkündeten sie ohne Schüchternheit das Wort Gottes. Das ist etwas, was uns als Christen oft zurückhält. Wie viele Begegnungen haben wir in unserem Leben mit Menschen gehabt und wie wenig haben wir diese Menschen von Jesus erzählt. Das ändert sich, wenn durch Gebet in der Fülle des Heiligen Geistes
Und für mich damals in diesem Jahr wurden auf einmal so viele Dinge sichtbar, die ich früher gar nicht wahrgenommen hatte. Eigentlich, welcher Segen bringt uns eigentlich Frühgebet? Und ich habe aufgeschrieben 930 Items. Ich werde euch nur 30 davon zeigen hier. Was bringt uns Frühgebet? Erstens, der Segen des Erstlings am Tag dem Herrn zu bringen. Zweitens, der Segen des Opfers. Du opferst deinen Schlaf. Drittens, der Segen des Fastens. Du fastest vom Schlafen. Viertens, der Segen des Wortes. Wir kommen in Gemeinschaft unter das Wort Gottes. Fünfte, der Segen der Gemeinschaft. Sechstens, der Segen auf dem Weg Vorbereitung für den Tag. Siebtens, der Segen, wo zwei eins sind auf Erden. Achtens, der Segen wiederherstellen. Neuntens, der Segen, auch Einladungen und Menschenbegegnung. Zehntens, der Segen, den richtigen Start am Tag. Elftens, der Segen vom sorgefreien Tag. Zwölftens, der Segen von Strukturieren in der Organisation und Planung des Tages. 13, der Segen der Stimme Gottes zu hören. 14, der Segen der Interaktion des Heiligen Geistes mit Geschwistern. 15, der Segen, die Zeitmanagement mit Gott. 16, der Segen von Wachstum in Wort und Gebet und Gemeinschaft. 7, der Segen, konkrete Schritte über den Plan Gottes in deinem Leben. 18, der Segen, Gebet zu empfangen. 19, der Segen, sich wirklich kennenzulernen. 20, der Segen, die Gespräche und Meetings schon vorbereitet worden vom Heiligen Geist. 21, der Segen des übernatürlichen Gottes sichtbar zu erleben. 22, der Segen, Tagebuch über Eindrücke von Gott zu gestalten. 23, der Segen zur Rüstung, um ein Zeuge zu sein. 24, der Segen, richtige Freunde zu finden, die Kämpfer im Glauben sind. 25, der Segen, gezielten Durchbruch im geistlichen Kampf. 26, der Segen der Vorbereitung für neue Etappen. 27, der Segen, Leid und Freude zu teilen. 28, der Segen, Gottes Wort konsequent zu lesen. 29, der Segen, einen disziplinierten Tagesplan zu haben. 30, der Segen, viele Zeugnisse zu erzählen, zu haben, beständige, und da sind noch viele andere, sei es jetzt im Training, im Kampftraining, lernen, wie die Stimme Gottes führt, der Segen von den Verheißungen Gottes, nicht auch am Umstände zu schauen, Durchbruch, Exklusivität mit Gott, Gebet mit Exzellenz, spürbare Gegenwart Gottes, diese Zusagen Gottes mit Geschwistern. Und die Bibel zeigt uns, dass dies übernatürlich, es geschah immer, wenn Geschwistern zusammen sind. Wir Menschen, wir haben ein bisschen Herausforderung, um uns zu versammeln. Wir möchten gewöhnlich alleine sein. Wir haben unsere Zeit mit Gott und wir möchten uns dem Nächsten nicht fügen. Das demütigt uns. Und die Bibel zeigt uns, dass Stolz ist das größte Hindernis, das wir Menschen haben, damit wir gesegnet sind. Und wenn wir, wenn Gott uns führt in seiner Gnade, wenn Gott uns führt in seiner Fülle, geschehen neue Dinge in unserem Leben und oft merken wir nicht. Wir merken gar nicht das, was Gott in unserem Leben tut. Und oft haben wir in vielen Bereichen, so wie ein kleines Kind, Samuel, komm mal her, Samuel, komm mal her. Halleluja, Samuel, komm mal hierher, komm, komm mal her, komm mal nach Opa, komm, komm mal her, komm mal nach Opa, komm, komm mal her, komm mal nach Opa, willst du nach Opa kommen? Komm mal her. Bring ihn her, bring ihn mal her. Mal sehen. Um 20 Jahre könnt ihr mal Samuel fragen, was heute hier geschehen ist. Samuel, sag mal Hallo zu dir. Sag mal Hallo, 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 Hallo. Er begrüßt euch, er nimmt euch wahr, aber in den Sinnen erkennt er noch nicht das, was hier geschieht. Wir sind oft, wenn wir in der Dimension des Heiligen Geistes sind, wir bewegen uns wie ein Kind. Wir kommen, wir wissen, was wir brauchen, wenn wir hungern, wir brauchen, wenn es schwierig wird oder wenn wir mal ein bisschen weinen, dann haben wir so eine Instrumente, die unsere Eltern uns geben sollen, damit wir nicht mehr so weinen. Aber wir wissen nicht all das, was die Eltern uns geben können. Und oft sind wir einfach nur auf dem Schoß und nachher gehen wir wieder zurück. Aber du nimmst nicht wahr, was der Heilige Geist in deinem Leben tut. Und ich finde es gigantisch, die Bibel berichtet uns, wo der Herr Jesus hier auf Erden war, geschah etwas in Matthäus 14, Vers 35, Kapitel 14 von Matthäus ist, wo die erste Vermehrung ist vom Brot, wo Jesus auf dem Wasser geht, wo Petrus da auf einmal untergeht und da geschehen etliche Dinge. Sie kommen an der Seite an und die Jünger sind ein bisschen verwirrt. Und die Bibel sagt uns in Vers 34, fuhren hinüber in Genezareth, 35, als ihn die Leute dort erkannten, verbreiteten sie in der ganzen Gegend, schon bald brachten sie ihre Kranken hin und baten, er möge sie nur mit Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden völlig geheilt. Es gibt einen Unterschied, wenn wir den Saum des Herrn berühren, wenn wir in der Dimension Gottes kommen, wenn wir zulassen, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes
Gottes Wort lesen nach dem Maßstab des Heiligen Geistes. Und er öffnet uns die Augen. Auf einmal da, wir tun tief graben, auf einmal finden wir diese kostbaren Perlen, wir finden diese Diamanten, wir finden auf einmal etliche Dinge. Und Gott schenkt uns Offenbarungen über sein Reich, Offenbarungen über seinen Ruf und Offenbarung über deine Berufung. Und was bei mir am meisten erkennbar war, ist, dass Gott stellt uns die Freude und den Frieden wieder her. Amen. Es gibt nichts Schöneres, als glücklich durch die Welt zu gehen. Und du kannst nur, es gibt nur eine Form, in Glück beständig zu leben, ist, wenn die Freude am Herrn deine Stärke ist. Amen. Und das dürfen wir jetzt schon 16 Jahre machen. Wir dürfen jeden Morgen, und ich muss sagen, wenn ich zurückschaue, der hat Großes getan. Wir dürfen in der Gnade Gottes gehen, er hat Verheißungen erfüllt, er hat gesehen. Ich sage hauptsächlich in Bezug auf meinem Leben, so viel Gigantisches, so viele Heilungen, wo wir von der Vergangenheit auf so viele Befangenheit haben, so viel Ängste ist da, dass so viel Verkorkstes noch, was eigentlich latent in unserer Seele drinnen ist. Und das kann nur der heilen, der uns geschaffen hat. Das kann nur der Owner, das kann nur der Hersteller reparieren. Und wenn wir immer morgens zum Thron der Gnade kommen, und dann kommt er immer mit Erneuerung, mit Kraft, mit Freude, mit Fülle und dieser Geist der Ablehnung, die alle haben. Jeder hat Ablehnung, abhängig von einem gewissen Grad, abhängig wie viel. Jeder von uns hat eine gewisse Ablehnung. Und das heilt Gott allmählich. Auf einmal merken wir, wir können nur uns geliebt fühlen, wenn die Liebe Gottes in uns ist. Wenn er kommt in seiner Kraft, wenn wir in seiner Gnade gehen, auf einmal merken wir, Gott ist in uns. Wir haben diese Kraft im Heiligen Geist. Es geht nicht mehr um uns, es geht um den Herrn. Es geht nicht um, was ich will. Es geht nicht um meinen Schnuller oder dass ich zu essen bekomme. Es geht um das Werk, das Gott tun möchte auf Erden. Und sein einziges Werkzeug ist der Mensch. Die Bibel sagt, die Engel würden gerne dieses Werk verrichten, aber er hat es uns anvertraut. Und wenn wir in der Fülle gehen, wenn wir ausgerüstet sind, das Ziel dieser Ausrüstung ist, dass wir sein Wort verkündigen. Dass wir nicht mehr schüchtern sind. Denn diese Ablehnung, sie kennzeichnet sich, indem, dass wir nicht Courage haben, von Jesus zu erzählen, weil wenn wir von Jesus erzählen, werden die Menschen uns ablehnen. Und wenn wir schon Ablehnung haben, wir können nicht noch mehr Ablehnung gebrauchen. Aber wenn du weißt, dass Gott dich liebt, wenn du in der Fülle des Heiligen Geistes bist und die Kraft des Heiligen Geistes gespürt hast und du siehst eine Person und der Heilige Geist, er sagt, du sollst sie anreden, dann ist es dir eigentlich unabhängig, was die Person denkt. Denn du weißt, Gott ist mit dir. Es ist Gott, der führt. Ob diese Person dich jetzt ablehnt oder nicht, das ist nicht wichtig. Wichtig ist das Wort des Herrn, wichtig ist die Kraft Gottes. Vielleicht schauen Sie heute zu und es sind sehr viele Dinge in Ihrem Leben, die falsch gelaufen sind. Wenn wir zurückschauen, wir haben Fehler gemacht, wir haben Fehltritte, wir haben Menschen falsch behandelt, wir haben falsche Entscheidungen getroffen und oft haben wir Menschen verletzt. Und wir denken ganz ehrlich, wie kann ich den Menschen zu Jesus führen, wenn ich nicht mal mit mir klarkomme? Und wenn wir dann im Gebet kommen, wenn wir dann in Gemeinschaft im Gebet, wenn du dann einen Gebetspartner hast, wo du gemeinsam kannst zum Thron der Gnade kommen, wo du gemeinsam kannst die Hölle plündern, wo auf einmal die Tore des Himmels sich öffnen, auf einmal der Segen Gottes, die Offenbarungen der Fülle des Heiligen Geistes und die Kraft, zu Zeugnis zu geben, von der Liebe Gottes zu erzählen, in der Gnade Gottes, was du früher nicht konntest. Ich erinnere mich, diese Tage war ich unterwegs und ich traf eine Person, hatte ich schon lange nicht gesehen. Und er sagt, ja, Pastor Theodor, sagt er, ich erinnere mich, sie waren mal im Frühgebet, sagte, ich hatte dieses und diese Schmerzen und sie haben für mich gebetet. Und damals bin ich geheilt geworden und da war so eine Atmosphäre da drinnen. Was ist das? Ich sage, wenn du das wissen willst, komm wieder. Wir sind oft so begeistert von dem, was wir erlebt haben und wir punktieren, wir stecken unsere Erinnerung in der Vergangenheit und leben oft in der Vergangenheit. Du erzählst Zeugnis von dem, was Gott getan hat vor 39 Jahren, wo damals du in der... Nein, Gott hat heute ein Zeugnis für dich. Gott hat heute eine Verheißung für dich. Heute, wenn du in der U-Bahn steigst, heute, wenn du nach Hause kommst, heute, wenn du im Supermarkt an der Kasse bist, heute, wenn du auf die Straße gehst und jemand mit dem Fahrrad, heute, der Heilige Geist, er öffnet uns die Augen. Und das ist einer der besten Früchte, die wir vom Frühgebet haben. Ich habe gelernt, ein bisschen auf den Heiligen Geist zu hören. Zu wissen, dass er mich führt. Zu wissen, dass wenn du in einem Ort bist, auf einer Straße, auf dem Fahrrad, dass du an dem Ort bist, weil Gott dich dort haben will. Und weil dort eine Person ist, sie braucht ein Wort von dir. Sie braucht ein Gebet von dir. Sie braucht eine Zusage. Es gehen Menschen vorbei mit Ängsten, mit Geist des Todes, mit Unterdrückungen, mit Ablehnung, missbraucht worden. Und sie brauchen eine Zusage. Sie brauchen, dass jemand ihnen sagt, dass sie geliebt sind. Sie brauchen, dass jemand ihnen sagt, es wird alles gut werden. Sie brauchen, dass jemand ihnen sagt, es gibt Hoffnung für ihre Probleme. Und das ist, wo Gott uns führt. Und wir sind hier, und was Gott uns hier sagt, wir werden hier ausgerüstet.
Aber ausgerüstet sein bedeutet, dass du nach dem Training hast du ein Spiel. Aber gewöhnlich, wir trainieren und trainieren und trainieren. Unsere Muskeln sind wunderbar. Aber gewöhnlich, am Tag des Spiels treten wir nicht an. Geschwister, Gott schenkt uns die Kraft. Unabhängig, wie viel wir schon Misserfolge hatten. Auch wenn Sie zuschauen und sagen, ich habe schon so viel mal eins auf den Deckel bekommen. Die Bibel sagt, es gibt nichts, was wir für den Herrn tun, was nicht belohnt wird werden. Wenn Menschen uns abgelehnt haben, Halleluja, Zeichen, dass Gott am Wirken ist. Wir haben die Verheißung Gottes. Und ich möchte heute beten, dass wir in diesem unseren Jubiläum von 16 Jahren, dass Gott ausrüsten möchte zu seinem Dienst. Dass dort, wo Gott dich schon deinem Nachbar gezeigt hat, so viele Jahre, dass er dich befähigt, nicht nur für ihn zu beten, sondern Worte der Erkenntnis haben. Dort in der Arbeitsstelle, wo du schon so viele Jahre unterdrückt wirst und wo du nicht merkst, dass Gott dich mächtig gebrauchen hat, dass da ein Durchbruch kommt in Jesu Namen. In der Familie, wo du schon so lange für jemanden betest, dass Gott dir die Strategie gibt, dass in diesem Jahr, in Jesu Namen, du und dein ganzes Haus, Halleluja, werden dem Herrn geben. Vielleicht ist eine Krankheit, die schon viele Jahre plagt und du betest und du sagst, Herr, was ist los? Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Amen. Gott wird führen, Gott wird leiten und er wird in der Kraft des Heiligen Geistes dich führen. Ich möchte das nach dem Gebet, wir werden für euch beten, wenn du möchtest. Und im Heiligen Geist, der Herr dir etwas zeigt. Ich glaube daran, dass in diesem Jahr, die Bibel sagt, dass mächtige Ströme des Segens bereitet Gott vor für diejenigen, die zum Herrn kommen. Und du hast dich entschieden, ganz früh heute hier im Haus des Herrn zu kommen. Hier in Deutschland ist es ein bisschen nach 6 Uhr. Und du hast dich entschieden und sagst, Herr, ich möchte. Und wir möchten gemeinsam beten, dass wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Fülle des Heiligen Geistes, wo wir ausgerüstet werden vom Herrn. Die Bibel sagt, und wo sie gebetet hatten, wurde der Raum erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Alle wurden mit dem Heiligen Geist gefüllt und hatten die Kühnheit, das Wort mit Furchtlosigkeit zu verkünden. Und dass sie wirklich in dieser Kraft gehen. Unabhängig, wenn du sagst, das ist nicht meine Berufung. Als Jünger Jesu haben wir die Berufung. Und Jesus sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Deswegen geht hin, Halleluja, mache zu Jünger in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Oh Gloria. Vater im Himmel, heute kommen wir mit so einem dankbaren Herzen zu dir. Und wir wollen dir nur Danke sagen. Herr, danke. Du bist ein wunderbarer Gott, du bist ein mächtiger Gott. Du bist ein gegenwärtiger Gott. Du bist ein Gott, der Gebete erhört. Herr, wir haben schon so viel Wunderbares mit dir erleben dürfen. Herr, wir danken dir. Herr, dass du uns nicht aufgibst und dass Jesus Christus treu war, dass er uns den Weg vorbereitet hat, dass wir durch Jesus Christus immer wieder zu dir kommen dürfen. Herr, wir können zurückschauen und sagen, so viele Wunder sind geschehen, so viele Gebete hast du erhört. Du hast uns bewahrt, du hast uns Freude, Friede, Liebe, Glaube, Hoffnung geschenkt. Halleluja, wir sind heute hier, weil du lebst, Herr, weil du ein lebendiger Gott bist, weil du zu deinem Wort stehst. Du hast uns dein Wort hinterlassen, Herr. Wir danken dir für dein Wort. Es ist immer wieder neu und du redest zu unseren Herzen. Und Vater, wir sind dir so dankbar. Herr, und ich bete einfach, Herr, dass wir wirklich in dieser Einheit gehen möchten. Dass wir in Einheit. Vor deinem Altar treten möchten. Herr, und dass wirklich, Herr, Zeichen und Wunder geschehen möchten. Dass du Glauben finden möchtest. Dass wir glauben, wie die Schrift es sagt. Dass wir Täter deines Wortes sind. Dass wir in dieser Fülle des Heiligen Geistes gehen, dass wir uns ausstrecken, Herr, dass wir wirklich Hunger und Durst haben nach mehr von dir. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, aber befähige du uns. Herr, in unserer eigenen Kraft können wir nicht gehen. Herr, wie oft sind wir zu beschäftigt. Herr, wir merken gar nicht, Herr, die Not oder die Verzweiflung oder den Schmerz unseres Nächsten. Öffne uns die Augen. Herr, und befähige du uns. Herr, so wie wir gelesen haben und sie waren, oh Herr, voller Freude, um von der Liebe Gottes weiter zu sagen. Du bist die Antwort auf die Not der Menschen. Du hast uns
errettet, Herr, aber das ist nicht nur, damit es uns gut geht, damit wir Träger der guten Botschaft sind. So bete ich einfach, dass du uns diesen Freimut schenkst, dass wir nicht mehr, uns deiner schämen, sondern dass wir mit offenen Augen der Fülle des Heiligen Geistes gehen möchten, dass du jeden Einzelnen segnen möchtest, dass du uns heute neu erfüllst, Herr, dass wir diesen Saum berühren, dass wir in dieser Erwartung sind, dass du der bist, der alles neu macht. Halte du deine schützende Hand über jeden Einzelnen, Herr, und lass uns weiterhin einmütig in Gebet vor dir treten, Herr, und dass Zeichen und Wunder geschehen werden, Herr, und dass dein Licht leuchtet, Herr, dass du eine Armee Gottes hast, Herr, und ich bete einfach, dass du jeden segnen möchtest. Danke dir, Herr, für all den Schutz und all die Bewahrung, dass wir immer ein Haus haben, wo wir uns versammeln dürfen, wo wir Geschwister haben, Herr, wo du uns so wunderbar geführt hast. Vater, in Jesu Namen nehmen wir in Anspruch die Verheißung, die du deinen Kindern gegeben hast. Vater, im Namen Jesu bitte ich jetzt, dass du kommen möchtest, Herr, du kennst jedes Anliegen von jedem einzelnen deiner Kinder. Du kennst jede Herausforderung. Du bist der Gott, der Neues wird. Und Vater, im Namen Jesu von Nazareth, in der Autorität, die du deinen Kindern gegeben hast, Herr, verheißen wir jetzt, Herr, die Zusagen, Herr, die uns dein Wort gewährt. Vater, in Jesu Namen, Herr, proklamiere ich Heilung, Herr, über jeden Einzelnen, Herr, Zelle an Zelle, Gewebe an Gewebe, Knochen an Knochen, Gelenk an Gelenk. Herr, in Jesu Namen, Erinnerungsvermögen, Herr, Blutgefäße. Herr, du bist der Gott, der führt, Herr, Rückenschmerzen. In Jesu Namen, Herr. Herr, Nackenstarrung, Herr, in Jesu Namen. Komm, Heiliger Geist, Herr, komm und führe du deine Kinder. Herr, in Jesu Namen, du kennst, Herr, die Herausforderung, du kennst die Schmerzen. Du kennst auch, Herr, die DNA-Herausforderung, Herr. Du bist der Gott, der wiederherstellen kann. Herr, wir proklamieren jetzt in Jesu Namen, jeder Einzelne, sei es hier oder der zu Hause zuhört. Vater, du bist derselbe, du bist allgegenwärtig. Und du hast Verheißung im Leben deiner Kinder. Vater, in Jesu Namen, wir beten, dass du hineinkommst im Leben deiner Kinder mit Heilung in der Seele. Herr, du kennst diese Traurigkeit, Herr, du kennst diese Tränen, du kennst diese Not, du kennst diese Ängste, Herr. Du kennst ja diesen Überlebenskampf, Herr. Du kennst die Ablehnung, Herr. Du kennst die Trennungen, du kennst die Scheidungen, Herr. Du kennst ja von Kindheit her diese Traumas, die deine Kinder begleiten. Aber dein Wort sagt, Herr, rufe zu mir in der Not und ich will erretten. Herr, wir proklamieren Rettung, Erneuerung und Kraft. Und ich bitte, komm, Heiliger Geist. Vater, ich bitte, umarme deine Kinder, Herr. Herr, du kennst diejenigen, Herr, die aufgewachsen sind, Herr, ohne Vater, Herr. Herr, die aufgewachsen sind ohne finanzielle Leistungen, Herr. Die aufgewachsen sind, Herr, ohne ein Heim zu haben, Herr. Herr, die heute in Angst gehen, die heute einsam sind, Herr. Die glauben an dir und du hast eine wunderbare Verheißung, Herr. Aber sie schauen um sich und sie sehen nicht diese Verheißung. Sie sehen nicht dieser Segen. Herr, wir beten, Herr, so wie dein Prophet, Herr. Herr, öffne die Augen, Herr. Öffne ihnen die Augen, Herr. Herr, zeige den Weg, Halleluja. Herr, zeige den Weg, Herr, den du vorbereitet hast. Herr, du hast Berufungen für jeden einzelnen deiner Kinder, Herr. Du hast Berufungen, Herr, sei es in Bezug auf Familie, in Bezug auf Dienste, in Bezug, Herr, auf dein Reich, Herr. Und du hast Gaben gegeben. Herr, ich bitte, dass du heute kommen möchtest, Herr, und deine Kinder füllen in Kraft, in Erneuerung und in Liebe. Lieber Vater, dein Wort sagt uns, dass dein Sohn Jesus Christus tauft mit dem Heiligen Geist. Und ich bitte jetzt, dass du kommen möchtest, Herr, und in der Fülle der Kraft Gottes, in der Liebe, Herr, möchtest füllen im Heiligen Geist jeden Einzelnen, Herr, Herr, der Leere hat. Jeder Einzelne, der noch nicht die Kraft hat. Jeder Einzelne, der noch nicht ausgerüstet. Vater, du schenkst uns diese Autorität. Vater, unter deinem perfekten Willen beten wir das. Vater, ich werde bis 13 und ich bitte, dass du in der Kraft des Heiligen Geistes, dass Herr Jesus, du taufst sie daher mit dem Heiligen Geist. Wir beten das im Namen des Vaters 1, des Sohnes 2, des Heiligen Geistes 3, im Namen Jesus. Komm, Heiliger Geist, Horabasurien. Vater, in Jesu Namen, komm mit Heilung im Herzen, Herr. Herr, du kennst ja diese Herzen, die zerrissen sind, diese Herzen, die in Ängste gehen, diese Herzen, die nicht wissen, dass sie geliebt sind, Herr. Diese Herzen, die nicht Liebe kennengelernt haben. Herr, fülle du das Herz mit dem Feuer deiner Liebe, mit der Kraft deines Evangeliums, mit der Zusage deines Wortes. Herr, in Jesu Namen, Herr, du bist der Gott, der uns führt, Herr. Du führst auch, Herr, du kennst auch, Herr, die Herausforderungen in den Schulen, in den Universitäten, in den Ausbildungen, Herr. Du kennst die Herausforderungen mit Vorgesetzten, mit Lehrern, Herr, mit Chefs. Herr, ich bitte, gestalte du im Leben deiner Kinder Erneuerung. Herr, dein Wort sagt, dass wir unsere Sinne erneuern. Vater, ich bitte, gestalte eine Erneuerung, Herr, in den Sinnen deiner Kinder, Herr. Dass wir wissen, welches Geistes Kinder wir sind. Vater, wir bitten in Jesu Namen, dass du ausrüstest, Herr.
dass deine Kinder möchten Autorität haben und die Schüchternheit verlieren, dein Wort zu verkündigen. Herr, in Jesu Namen, da wo dein Heiliger Geist so oft gezeigt hat, Herr, dass wir sollen Menschen ansprechen, Herr, und der Feind uns gehindert hat, die Schüchternheit, Herr, nicht zugelassen hat, Herr, und wir uns zurückgezogen haben, Vater, in Jesu Namen, ab heute, Herr, in der Kraft des Heiligen Geistes, im Namen Jesu von Nazareth, proklamieren wir die Kühnheit, Herr, die durch deinen Heiligen Geist ermöglicht wird, wenn wir in deiner Kraft gehen. Herr, du bist der Gott, der uns führt, Herr. Und wir haben uns hier versammelt in deinem Namen zum Gebet am frühen Morgen, um zu sagen, du bist unser Herr. Du bist der Gott, der uns führt. In dir sind wir geborgen. Du hast Verheißung im Leben deiner Kinder. Vater, du kennst aber auch die Berufung deiner Kinder, Herr. Du kennst auch die Gaben, die du jedem Einzelnen gegeben hast, Herr. Gaben, Herr, die oft noch geschliffen werden müssen. Gaben, Herr, die wir oft nicht erkennen, Herr. Gaben, Herr, die wir oft wegen unserer Schüchternheit nicht glauben, dass wir fähig sind, Herr. Wo wir oft sagen, so wie Moses, Herr, wir können nicht reden, wir können nicht dies, wir können nicht das. Nein, Herr, wenn du uns befähigst, Herr, du hast uns geschaffen, Herr, und du schenkst Autorität. Vater, ich bitte, dass du kommst mit einem Segen in die Zunge deiner Kinder, Herr, dass der Mund öffnen möchte, Herr, und dass wirklich Worte des ewigen Lebens herauskommen, Herr. Überall, wo sie ihre Stimme erheben, Herr, überall da, wo sie ihren Ruf herbringen, Herr, überall da, wo sie dein Wort verkündigen, in jeden Raum, wo sie hineinkommen, dass das Wort möchte den Frieden des Herrn hineingehen, dass die Freude Gottes sichtbar ist, Herr, und dass erkennbar ist, dass du mit ihnen bist. Herr, du kennst auch jede Opposition, Herr. Du kennst ja jede Feindschaft, die oft, Herr, im Leben deiner Kinder ist. Vater, und ich bitte dich für einen Durchbruch, Herr. Herr, dass in diesem Jahr, Herr, diesem Jahr haben wir das Jahr der Dankbarkeit, Herr, und dass wir noch viel Grund zur Dankbarkeit haben. Aber wir danken schon vorher, Herr. Herr, dein Wort zeigt, dass du vor dem Wunder gedankt hast, dass du vor der Vermehrung der Brote gedankt hast, Herr. Und wir danken dir jetzt schon, Herr, für das, was du in diesem Jahr tust. Wir danken dir für die Durchbrüche, wir danken dir für die Erneuerung, wir danken dir für die Beziehung, wir danken dir für die Fülle, die Heilung, die Erneuerung, Herr. Und wir programmieren, komm, Heiliger Geist. Vater, ich bitte auch für Versöhnung, Herr. Herr, die Personen, Herr, mit denen wir nicht mehr auskommen, Herr. Die Personen, Herr, die uns verletzt haben, Herr. Da, wo Gedanken sind, Herr, wo Anklage ist, da, wo wir so gedemütigt wurden, Herr, Herr, dass unsere Seele, Herr, blutet, Herr. Herr, du bist der Arzt der Ärzte, Herr. Und wir proklamieren komplette Heilung. Komm, Heiliger Geist. Vater, in Jesu Namen, führe du jeden Einzelnen deiner Kinder, dass sie in der Kraft Gottes gehen, dass sie in der Fülle des Heiligen Geistes gehen, dass sie wissen, Herr, dass sie geliebt sind, dass sie wissen, Herr, es wird alles gut werden, dass sie wissen, Herr, sie werden einen guten Kampf kämpfen. Vater, ich bitte, komm, Heiliger Geist, führe deine Kinder, Herr, dort, Herr, wo sie in Bezug auf Beziehungen, Herr. Herr, du kennst jede Familie, Herr. Du kennst jeden Zustand, sei es die Kinder, sei es die Eltern, seien es Verwandte. Herr, du kennst auch die Geschwister, Herr, die die erste Generation von Erretteten sind. Herr, du kennst diese Eisbrecher, Herr. Und ich bitte ganz besonders, dass du sie möchtest ausrüsten, mit Weisheit von oben, mit der Fülle des Heiligen Geistes. Herr, wenn sie über dein Wort reden, dass es spürbar ist, dass du gegenwärtig bist, dass die übernatürliche Kraft deines Daseins, Herr, möchte wirken, dass dein Heiliger Geist, Herr, wirklich, Herr, den Durchbruch schafft und dass wir nicht schweigen, sondern in Kraft, in Fülle. Herr, wir sind befähigt, in Jesu Namen, durch den Heiligen Geist, den Charakter Christi zu haben. Herr, du weißt, wie jeder von uns noch seine Herausforderungen, seine Schwächen hat. Vater, ich bitte, dass du Heilung bringen möchtest im Charakter, dass du Heilung brechen möchtest in unserer Zunge, Herr, dass sie nur das reden, was von dir kommt, Herr. Da, wo, Herr, so oft Lügen, wo so oft Ängste, wo so oft, Herr, wo wir oft, Herr, ausrasten, Herr, wo wir zornig sind, wo wir je zornig sind. Vater, in Jesu Namen, diese Eigenschaften, die nicht von dir kommen, im Namen Jesu von Nazareth, ein für alle Mal, Herr, sie müssen zum Kreuz. Wir glauben, dass du erneuerst. Wir glauben, dass du Kraft gibst. Wir glauben, dass du uns befähigst. Vater, ich bitte, dass du kommen möchtest im Leben deiner Kinder, Herr, und dass du ihnen möchtest Visionen geben, neue Visionen, Herr. Visionen, Herr, in ihrer Arbeitsstelle, Visionen über Berufung, Visionen in der Familie, prophetische Worte, Herr, über Menschen, Herr, die sie begegnen, Herr. Worte Erkenntnis über Situationen. Herr, in Jesu Namen, ich bitte auch, Herr, mit Durchbruch im finanziellen Bereich, Herr. Herr, du kennst, Herr, Geschwister, Herr, die ein Unternehmen haben, Herr, wo Schwierigkeiten sind. Geschwister, die Arbeitnehmer sind und wo die Finanzen, Herr, rar sind, Herr. Aber du bist der Gott, Herr, der in Fülle gibt, Herr. In deinem Namen sind wir in der Gnade, in der Kraft. Und du schenkst uns Fülle im Heiligen Geist. Ich bitte, Heiliger Geist, komm mit Fülle. Ich bitte ganz besonders für die Familie. Vater, in Jesu Namen, dass du möchtest Familien, Herr. Herr, dein Plan ist Familien, Herr. Und wo oft der Feind aufhält, Menschen Familien zu gründen, weil in ihrem Herzen sie verletzen, weil sie denken, sie werden versagen, so wie die Eltern versagt haben, Herr. Sie glauben nicht, dass sie fähig sind, eine Beziehung zu führen. Aber wenn wir in dir geborgen sind, du befähigst uns in Kraft und in Wahrheit. Und wir verheißen, Herr, Familien, wir verheißen viele Kinder, Herr. Wir verheißen, Herr, wirklich viele Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes, Herr. Und ich bitte, komm, Heiliger Geist, komm mit Ausrüstung in deinem Wort. Herr, dass wir Liebe zu deinem Wort haben, dass wir dein Wort mit Leidenschaft lesen,
dass dein Wort in unseren Herzen geprägt wird, Herr. Dass wir unsere Freizeit verbringen, indem wir dein Wort suchen, deine Gegenwart in Anbetung, in Freude, in Kraft, in Wahrheit. Herr, dass du sichtbar, Herr, auf dich. Und wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir in deiner Kraft gehen dürfen. Wir danken dir, Herr, dass du uns führst. Und wir danken dir, Herr, dass wir keine Angst haben brauchen. Du bist der Gott, der uns erneuert. Du bist der Gott, der uns Kraft schenkt. Und wir dürfen in deiner Gnade, in deiner Fülle, in deiner Liebe, dürfen wir empfangen. Gnade um Gnade, Kraft um Kraft. Herr, ich bitte, Herr, führe du jetzt auch diejenigen, Herr, Herr, die in der Gedankenwelt, Herr, die nicht glauben können, Herr. Herr, die sagen, ich möchte glauben, Herr. Herr, dein Wort sagt, dass du bringst in uns das Wollen und das Verbringen. Oft möchte unsere Seele nicht, Herr. Oft wollen wir nicht dein Wort verkündigen. Oft wollen, Herr, wir nicht bloß dargestellt werden. Oft wollen wir nicht den Preis zahlen. Aber wenn dein Geist uns füllt in Kraft, wenn wir in deiner Gnade hier, Vater, ich bitte auch, Herr, dass du möchtest, Herr, deine Kinder im Erfolg ihres Dienstes, im Ministries, die du hier berufen hast, Herr, Missionaren, Herr, Evangelisten, Pastoren, Propheten, Herr, diejenigen voll des Heiligen Geistes, Herr, diejenigen, die es noch nicht sehen in der irdischen, aber du hast Verheißungen, Herr. Und ich bitte, komm, Heiliger Geist, komm mit Fülle, komm mit Erneuerung, fülle du uns in deiner Kraft. Wie wunderbar, Herr, dass wir in deiner Liebe gehen, denn dass wir wissen, Herr, wir sind geborgen in dir. Wir wissen, du hast wunderbare Verheißungen, Vater. Vater, ich bitte in Jesu Namen all diejenigen, die jetzt Schmerzen haben, Herr. Herr, du weißt, der etliche Geschwister, Herr, die Schmerzen haben. Herr, ich bitte, dass du möchtest die körperliche, die seelische, Herr, aber, Herr, auch die geistigen Schmerzen, Herr. Herr, du bist der Gott, der führt und aufgibt des Geburtsschmerzen, Herr. Herr, wo du Neues wirkst, Herr, wo du uns zum Thron der Gnade führst. Herr, aber du bist der Gott, der Heilung bringt. Du bist der Gott, der Kraft schenkt. Herr, das sind so viele, die fühlen sich müde, Herr. Die fühlen sich ausgelaugt. Herr, ob es morgens oder abends, diese Müdigkeit. Vater, in Jesu Namen, alle Müdigkeit, Herr. Alle Ängste, Herr. Alle Unterdrückung, Herr. Allem Gefühl, Herr, dieses irgendwie zu müde, Herr. Zu alt, Herr. Zu ängstlich, Herr. Zu befangen. Nein, Herr. Die auf dem Herrn harren, kriegen neue Kraft. Sie steigen auf wie Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und werden nicht matt. Herr, und diese Salbung der Frische, der Erneuerung, der Kraft, der Fülle im Heiligen Geist proklamieren wir diesen Morgen. Herr, wir glauben daran. Du bist der Gott, der Neues wird. Du bist der Gott, der deine Kinder berufen hat. In dir sind wir geborgen. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das verheißen wir in deiner Kraft. Herr, das proklamieren wir in deinem Namen. Und das nehmen wir in Anspruch. Denn du bist der lebendige Gott, Herr. Du schenkst uns Kraft in deiner Gnade. Wir dürfen in deiner Fülle gehen, Herr. Und du führst uns in Kraft, in Wahrheit, in Liebe und in der Barmherzigkeit, die du in deiner Liebe, Herr, in deinem Wort. Ich bitte, komm, Heiliger Geist. Vater, in Jesu Namen, dein Wort sagt, dass wir versiegelt werden durch den Blut Jesu Christi, durch den Heiligen Geist, in der Liebe des Vaters. Herr, und dass du uns führst in Kraft. Und ich bitte, Herr, dass jeder Einzelne, Herr, dass er möchte heute, Herr, wirklich, Herr, versiegelt werden, Herr, dass er nicht nur errettet ist, dass er im Himmel kommt, sondern dass hier auf Erden sein Leben ist, wie der Psalmist sagt im Psalm 1, Herr, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbecher, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und alles, was er macht, gedeiht wohl, Herr. Das verheißen wir in Jesu Namen, Herr. Und wir glauben daran, dass du der Gott bist, der Neues wird. Dass du der Gott bist, der Kraft ist. Wir dürfen in deiner Gnade gehen. Wir dürfen in deiner Liebe gehen. Herr, denn wir sind in Christus Jesus eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Im Namen Jesu, in der Kraft Gottes, im Heiligen Geist. Amen, Amen und Amen. Kannst du dem Herrn einer